Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen dürfen und können mit dem Thema 1. Korintherbrief. Wir sprechen heute Abend über das Abendmahl. Wir haben am Sonntag noch Abendmahl feiern dürfen. Heute nochmal eine theologische Vertiefung dazu. Wir werden uns beschäftigen mit 1. Korinther 11. Und hinführend dazu habe ich einen Text ausgesucht, fünf Verse aus der Apostelgeschichte, die auch nochmal die Bedeutung von Brot und Wein uns vor Augen stellen. Und da heißt es, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns hier im Gemeindesaal und vor den Geräten unter deinem Wort versammeln dürfen. Danke, dass wir weiter schauen dürfen, was der Korintherbrief für uns bereithält, dass wir heute in Besonderheit uns über das Abendmahl Gedanken machen dürfen, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du dieses Nachschauen in deinem Wort, dieses Nachsinnen über das, was du uns sagst, segnen wollest, dass du jetzt aber auch in der Andacht bei uns bist, dass du zu uns sprichst, Herr. Gib du uns Begegnung mit dir durch dein Wort. Amen. Was die Gemeinde Jesu braucht, so habe ich diese Andacht überschrieben, das ist eine ganze Handvoll und mehr braucht es dann aber auch nicht. Werden ja haufenweise Gemeindeaufbaukonzepte geschrieben, gerade im amerikanischen Bereich. Und es kommen immer wieder Leute um die Ecke gewackelt, die einem dann erklären wollen, wie man Gemeinde zu gründen hat, worauf es ankommt halt. Und was dann alles gemacht werden muss, wie die Menschen alle sind. Das ist ja so das Thema der Transformationstheologie, dass erst geschaut werden muss, was wollen die denn alle haben. Und danach müssten wir dann unsere Gemeinden ausrichten. Und das ist alles Blödsinn. Uns ist klar gesagt im Wort Gottes, worauf es ankommt, nämlich in der Urgemeinde, wie Gemeinde funktioniert. Und ich habe deshalb diesen Text rausgesucht, weil eben das, was wir heute besprechen, nicht ein Randthema ist, Abendmahl, sondern es ist etwas ganz Wichtiges, ganz Zentrales, was eben mit zur Gemeinde dazugehört. Aber was sind die fünf Punkte, die elementar sind, die die Gemeinde Jesu braucht? Erstens die klare biblische Lehre. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist das Erste und Wichtigste für die Gemeinde Jesu, was sie braucht, ist die Lehre. Und herzlichen Glückwunsch Sie allen, die Sie heute Abend hier sind. Sie haben das richtig verstanden. Sie haben sich auf den Weg gemacht, Bibelstunde zu hören. Das ist etwas sehr Gutes, denn damit haben Sie gezeigt, dass Sie wissen, wie wichtig das ist. Es kommt auf die Lehre an. Und ich bin immer wieder entsetzt darüber, zu sehen, wenn ich in Gemeinden bin, wo ich Evangelisation tun darf, wenn ich die Frage, wie sieht es mit eurem Gebetskreis aus, wie sieht es mit eurer Bibelstunde aus, haben wir alles nicht mehr. Tausend andere Dinge, die gemacht werden, alle möglichen Bespaßungsangebote, aber das Zentrale, die Vertiefung der Bibel, findet nicht statt. Und doch kommt es darauf an, das ist ganz, ganz wichtig, lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Nicht nur in der persönlichen Betrachtung des Wortes Gottes täglich, sondern eben auch in der Gemeinde, dass man ja zusammen einfach das Wort Gottes auslegt, nicht nur es auf den Sonntag beschränkt sein lässt, sondern dass wir immer wieder Gemeinschaft haben und dass wir uns einfach von der Schrift belehren lassen. Ich zitiere gerne ja immer wieder dieses Wort von Luther, der gesagt hat, ihm sei alles um die Lehre zu tun, wo die Recht ist, da ist alles in Ordnung. Genauso ist es, darauf kommt es an, klare biblische Lehre. Und warum ist die evangelische Kirche so knitterkaputt, wie sie kaputt ist? Weil keine klare Lehre mehr ist, weil die Lehre der Bibel verlassen ist, weil viele andere Dinge kommen. Wenn Sie jetzt erleben werden in den nächsten Tagen, die Kirchentagen mit all dem Wahnsinn, der kommen wird, da muss man kein Prophet sein, was uns da alles wieder angeboten wird, wieder erzählt wird, so muss Gemeinde funktionieren, so muss man sich ausrichten und so müsste sich dann Kirche verändern, nur weil da ein paar hunderttausend Leute zusammenkommen. Totaler Quatsch. Was es braucht, ist als Erstes die klare biblische Lehre. Als Zweites, die Gemeinde braucht die Sakramente. Sie waren beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das heißt, sie haben Abendmahl gefeiert und sie haben natürlich auch getauft. Das ist zu Beginn dieses Kapitels, ist das benannt halt. Die Gemeinde braucht die Sakramente. Das ist ganz, ganz wichtig. Darauf kommt es an. Auch das habe ich immer wieder zitiert, aber das darf man immer wieder auch sagen, das kann man gar nicht häufig genug sagen. Worauf kommt es bei Gemeinde an, bei Kirche an? Nur auf zwei Dinge, die klare evangeliumsgemäße Wortverkündigung, das ist erst und zweitens die rechte Verwaltung der Sakramente. Mehr braucht es nicht, da ist Kirche, wo das nicht geschieht, ist keine Kirche, ganz gleich, wie herrlich und wunderbar das aussieht. Die Gemeinde braucht Sakramente, braucht Wort und Sakrament, weil in beiden der lebendige Herr und Heiland Jesus Christus uns entgegentritt. Ganz wichtig und wir werden uns gerade mit dem einen Sakrament, dem Abendmahl, nachher weiter beschäftigen.
Die Gemeinde braucht aber auch, und das ist das Dritte, die Gemeinschaft untereinander. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Die Theologen, das wird immer wieder so gelernt, die sagen immer, ja, die Gemeinde stünde auf drei Beinen halt. Das ist die Martyria, das ist also das Zeugnis, die Verkündigung, die Lehre. Das Zweite wäre die Diakonia, das ist die tätige Nächstenliebe. Und das Dritte wäre die Koinonia, das ist eben die Gemeinschaft. Und das ist richtig, wir brauchen Gemeinschaft. Dass wir sagen, wir erleben uns als Brüder und Schwestern, dass man zusammenkommt. So wie in der Familie, wo man sagt, Familie braucht auch Gemeinschaft. Man frühstückt zusammen oder man isst sonntags gemeinsam zu Mittag, man fährt gemeinsam in Urlaub, man erlebt sich in Gemeinschaft. So ist das auch für die Gemeinde. Wir brauchen Gemeinschaft, natürlich Gemeinschaft unter dem Wort, wir brauchen auch Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, aber wie gesagt auch ganz normal untereinander, dass wir Dinge zusammen tun, so wie auch heute Abend. Sie beschränken es nicht darauf, dass Sie sagen, jawohl, ich schalte den Computer an oder ich lese selber ein Buch über irgendetwas, sondern zu sagen, nein, ich habe Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Hören auf das Wort. Das braucht die Gemeinde ganz, ganz wichtig halt, dass wir immer wieder zusammenkommen, damit wir uns auch als Brüder und Schwestern in der Gemeinschaft erleben. Und in dieser Gemeinschaft ist etwas anderes sehr wichtig, das gemeinsame Gebet. Es ist wichtig, dass wir alleine beten und sprechen zum lebendigen Gott, aber eben auch das gemeinsame Gebet ist etwas, was ganz wichtig ist. Hier heißt es, sind in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie sind zusammen im gemeinsamen Gebet. Auch das ist etwas, was wir immer wieder praktizieren, ob in der Gebetsstunde vor der Bibelstunde oder ob wir nachher zusammen beten oder auch am Sonntag nach dem Abendmahl halt zu sagen, immer wieder gemeinsam beten halt, ist etwas ganz Wichtiges. Wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, da gilt die Verheißung nicht nur für den Gottesdienst, auch für die Gebetsgemeinschaft, da ist die besondere Anwesenheit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus verheißen halt. Und das brauchen wir, dass wir immer wieder zusammenkommen und eben gemeinsam auch zum Herrn rufen. Und ein fünftes und letztes, was die Gemeinde Jesu nötig hat, ist die gelebte Nächstenliebe. Wir lesen das im Vers 45. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie unter alle aus, je nachdem einer nötig hatte. Das ist dieser frühchristliche Kommunismus, der hier gelebt wird. Sozialismus halt, ob man so leben muss und so, das ist eine andere Frage. Aber das, was hier deutlich wird, ist einfach, dass man dort danach fragt, was denn der Nächste braucht. Und das brauchen wir tatsächlich. Wir brauchen die gelebte Nächstenliebe, dass wir eben sagen, für den Bruder und den Schwester in der Gemeinde, nicht für alle Leute draußen. Das ist ja so ein Missverständnis, wo ganz häufig heute die Bibel vergewaltigt wird von vielen Theologen, um politische Aktionen zu rechtfertigen. Es geht bei Matthäus 25 und bei vielen Aussagen der Bergpredigt nicht um das, was nach draußen zu irgendwelchen Fremden ist, die Jesus Christus nicht kennen, sondern es geht um das, was in der Gemeinde passiert. Zu sagen, da sollen wir gucken und da sollen wir die Nächstenliebe tatsächlich praktizieren. Das ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft das sehen, dass wir ja das tragen, was dem anderen schwer ist. Einer trage des anderen Last. Wir haben in der letzten Stunde über die Schwachen und über die Starken im Glauben gesprochen halt. Und das ist etwas ganz wichtig, dass wir das leben, gerade die, die stark sind, dass wir die Nächsten tragen, dass wir die Schwachen tragen, dass wir für sie da sind. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Diese fünf Punkte, auf die kommt es an. Und wenn ich diese fünf Punkte versuche, im Gemeindeleben immer wieder zu verwirklichen, dann werde ich wirklich Gemeinde Jesu leben. Da braucht es nichts anderes mehr. Da sind alle Dinge enthalten. Alles ist dort drin. Da ist alles mit umfassend gesagt halt. Und das ist nur wichtig für uns, dass wir das immer wieder tun, dass wir das immer wieder in unserem Gemeindeleben, in unserer Arbeit einfach deutlich machen. Die klare biblische Lehre, die Sakramente, die Gemeinschaft untereinander, das gemeinsame Gebet und die gelebte Nächstenliebe. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass du uns in deinem Wort klar und deutlich die Dinge sagst, die es braucht für unser Leben, die nötig sind, nicht nur für das, was individuell persönlich für uns dran ist, sondern auch für uns als Gemeinschaft, als deine Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns als Gemeinde immer wieder nach dem ausrichten, was dein Wort uns sagt, dass wir das wirklich schaffen, so zu leben, wie du das uns vorgegeben hast. Du weißt, wo wir da auch als St. Martini-Gemeinde fehlerhaft sind, wo uns vieles nicht gelingt. Die Dinge vergib uns bitte, Herr, mach sie deutlich, wo wir uns zu verändern haben, Herr, und setz uns wirklich immer wieder auf den Weg, der deine Gemeinde ist, Herr, dass wir die Dinge so leben und praktizieren, wie es nach deinem Willen sein soll. So wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass du weiter bei uns bist, dass du uns segnest und ansprichst. Amen. Zum Thema Abendmahl habe ich ein Abendmahlslied rausgesucht, ein bisschen was Flotteres. Komm, sag es allen weiter. Lied 544. Lied 544, alle drei Liedstrophen. Wir können versuchen, noch eine vierte Liedstrophe zu singen. Die wird leider immer ausgelassen.
Das war die vierte Liedstrophe, heißt, Herr, dein Wort zu missachten, das wäre unser Tod. Drum hilft, dass wir beachten dein großes Angebot. Das ist den, glaube ich, den meisten zu fromm. Deshalb in fast allen Liederbüchern fliegt das raus. Wir können das gleich nochmal versuchen. Also als letzte vierte Liedstrophe, wenn wir so in der Melodie die drin sind, halt, Herr, dein Wort zu missachten, das wäre unser Tod. Drum hilft, dass wir beachten dein großes Angebot. Und dann kommt wieder, komm, sag es allen weiter. 544. Sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit. Er selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Zu jedem will er kommen, der Herr im Brot und Wein, und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Herr, dein Wort zu missachten, das wäre unser Tod. Drum hilf, dass wir beachten dein großes Angebot. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Danke, Markus, für deine Klavierbegleitung. Ja, Thema Abendmahl. Bevor wir den Text beleuchten werden, betrachten werden 1. Korinther 11, den wir ja auch immer, zumindest einen Teil davon, bei unserer Abendmahlsfeier lesen. Einige hinführende Dinge zum Thema Abendmahl. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ach meine Güte, weiß ich schon alles halt, aber trotzdem ist es wichtig, gerade in diesen Grundfragen der Lehre immer wieder auch dann wirklich Klarheit zu bekommen. Übrigens jetzt auch von Luther aus gesehen, als er dann versucht, den Glauben zusammenzufassen halt und schreibt den kleinen Katechismus, wo wirklich sagt, dass das aller Nötigste halt drin halt nicht. Da ist neben dem Glaubensbekenntnis, neben dem Vaterunser halt, den 10 Geboten eben die Taufe und das Abendmahl. Diese 5 Hauptstücke des Glaubens, so wird das benannt halt. Und ich habe das eben ja auch gesagt hier bei der Hinführung halt, was die Gemeinde Jesu braucht. Es braucht die Sakramente. Und wir haben 2 Sakramente. Die heilige Taufe, das heilige Abendmahl. Und ein Sakrament, das ist ein lateinisches Wort halt, ein Sakrament kommt von Sacra, heilig, also ein Heilszeichen, so könnte man das übersetzen, ist nicht ganz einfach, so Sakramentum ist nicht ein ganz einfaches Wort, Heilszeichen trifft es wohl am ehesten. Sakrament meint ein sichtbares, heiliges Wahrzeichen, so die Definition, ein sichtbares, heiliges Wahrzeichen. Zeichen, Wahrzeichen heißt ein Zeichen, durch das uns die Wahrheit vor Augen gestellt wird. Das ist ein Sakrament vom Wesen her. Und es ist aber eben auch ein heiliges Siegel, weil es etwas bestätigt von Gott aus. Also das, was wir sehen können, das verdeutlicht uns etwas. Da werden wir gleich sehen beim Thema Gedächtnismahl. Aber es ist eben auch etwas, wo Gott wirkt mit einem heiligen Siegel in einer ganz besonderen heiligen Handlung. Also wir haben 2, Taufe und Abendmahl, nicht mehr.
wie andere christlichen Gemeinschaften halt, weil eben das Voraussetzung ist für ein Sakrament per Definition. Sakrament ist das, was Jesus eingesetzt hat und was ein eigenes Zeichen hat und was zur Wiederholung bestimmt ist halt. Das ist das, was ein Sakrament ausmacht, Taufe und Abendmahl. Und die Sakramente sollen nichts anderes, als uns das Evangelium, die frohe Botschaft, noch besser verständlich machen. So kann man das ganz laienhaft und einfach erklären. Das ist Sinn und Zweck des Sakraments. Das Evangelium soll besser verständlich gemacht werden. Und weil es im Evangelium im Zentralen um die Erlösungstat Jesu am Kreuz geht, deshalb stellen die Sakramente auch die Verbindung zum Kreuz her. Also, bei der Taufe werden wir daran erinnert, so sicher wie ich mit Wasser abgewaschen bin, genauso sicher bin ich abgewaschen von den Sünden, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und beim Abendmahl ganz genau diese Rückbindung halt zu sagen, ich werde hier erinnert an das Blut, was Jesus für mich vergossen hat, an den Leib, den er für mich ans Kreuz von Golgatha gegenwärtig getragen hat. Aber es ist so, dass das jetzt nicht nur rein ein äußeres Zeichen ist, das ist es primär. Gott ist in besonderer Weise da dabei. Da werden wir gleich drüber sprechen im dritten Punkt, wie er dabei ist. Das ist ein großes Mysterium, etwas, was wir kaum erklären können. Man kann manches mit Bestimmtheit sagen halt und manches muss man auch ablehnen, wie manche Theologen und manche Kirchgemeinschaften das behaupten. Aber letztendgültig können wir nie sagen, wie das genau ist. Aber eben in diesem Sakrament, in Taufe und Abendmahl, ist Gott gegenwärtig und begegnet uns da. Also das ist mehr, als wenn wir, ist ja klar, nachher am Gottesdienst zusammenstehen und eine Tasse Kaffee trinken und sagen, ach, uns geht uns gut, und uns Segenswort zusprechen. Das ist auch gut, das ist Gemeinschaft. Aber das, was in dieser besonderen Gemeinschaft mit Gott passiert beim Abendmahl, das hat eine theologische Tiefe, da geschieht etwas an uns. Das kann man erstmal nur so sagen, postulieren. Man kann aber nicht genau formulieren halt, was tatsächlich Materiale da dort passiert. Aber jeder gläubige Mensch, der weiß das auch. Also das ist jetzt so eine Frage des Vollzuges. Wenn ich zum Abendmahl gehe, das sind besondere Momente, da erlebe ich besondere Stärkung des Glaubens. Also das ist ein Punkt für mich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ich dabei bin, dann ist das etwas, ja, wie eine Glaubenskur. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll halt, aber das ist etwas, was eben, ja, Geheimnis des Wirkens Jesu an mir, an seiner Gemeinde, an Dingen ist halt. Jetzt kann man sagen, das ist aber ein bisschen wenig, Pastor Latzel, was Sie da so umschreiben, wie Ihr persönliches Empfinden ist, was Sie erleben. Was ist es denn jetzt mit dem Abendmahl? Da müssen wir natürlich aussagekräftig sein, dass wir beschreiben können, was es ist. Und dazu habe ich 10 unterschiedliche Punkte, was Abendmahl alles ist. Und die ersten 3 Punkte, die ich aufgeschrieben habe, da habe ich mich damals sehr darüber gefreut, also das habe ich schon länger in der Mache, da habe ich auch schon in der früheren Gemeinde im Konfirmandenunterricht mitgearbeitet, das kriegen so auch übrigens unsere Konfirmanden vorgelegt. Die ersten 3 Punkte sind auch genauso in unserer Gemeindeordnung, St. Martin hat ja eine eigene Gemeindeordnung, niedergelegt. Da wird auch klar erklärt, was ist Abendmahl, wie verstehen wir Abendmahl, wie feiern wir das, wer hat die Verantwortung der Zulassung zum Abendmahl, all diese Dinge. Und da wird klar gesagt, dass Abendmahl 3 Aspekte habe. Nämlich erstens, dass es Gedächtnismahl ist, zweitens Vergebungsmahl und drittens Gemeinschaftsmahl. Diese 3 Punkte sind genauso auch bei uns in der Gemeindeordnung niedergelegt. Es ist als erstes und das ist das zentrale Gedächtnismahl. Das ist das, was wir auch gleich lesen werden im Text, den ich mitgebracht habe, was wir auch immer wieder lesen bei den Einsetzungsworten 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, wie ich euch weitergegeben habe, der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft er daraus trinkt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn Sie bei uns beim Abendmahl kommen, dann ist das ja grundsätzlich so, dass derjenige, der Ihnen das Brot gibt oder der Ihnen den Wein gibt, nochmal ganz deutlich individuell sagt, Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gegeben, ganz individuell zum Gedächtnis. In dem Moment kriegen wir ja nicht, wir kommen gleich dazu, tatsächlich den Leib Jesu oder das Blut Jesu. Wir sind ja nur keine Katholiken halt, sondern zu sagen, wir denken aber daran, was auf Golgatha passiert ist, dass der Herr sich dafür uns hingegeben hat. Wenn wir jetzt im Konfirmandenunterricht wären, wir hätten Thema Abendmahl, es ist übrigens auch so, wenn die Konfirmanden bei uns Abendmahl den Unterricht hatten, im Konfirmandenunterricht darüber aufgeklärt sind, dann dürfen sie zum Abendmahl kommen. Das ist Teil der Abendmahlzulassung. Wir warten nicht, bis jemand konfirmiert ist, sondern ich sage, jetzt seid ihr aufgeklärt, ihr wisst, was Abendmahl ist. Also da habt ihr in 3 Stunden verstanden, hoffentlich, wie es ist.
Und wenn ihr gläubig seid, dann dürft ihr jetzt schon kommen. Das ist eine Frage, das genehmige ich euch, Punkt. Das ist gar kein Problem. Deshalb sind manche Konfirmanden auch dabei. Da wird schon mal ab und zu gefragt, ja, warum sind die denn? Die sind doch noch nicht konfirmiert. Konfirmation ist die allgemeine Zulassung zum Abendmahl. Aber es gibt auch eine individuelle Zulassung, dass ich entscheiden kann als Pastor einfach, jawohl, derjenige ist aufgeklärt, der ist gläubig und der möchte das auch. Das ist ganz häufig auch für die Konfirmanden was ganz Besonderes, wenn die das erste Mal dabei sind, gerade auch wenn man dann das so richtig auch dann vorbereitet hat, das ist sehr schön. Aber in der Vorbereitung ist es dann zum Beispiel so, wenn dann die dann sitzen, die 8, 9, 10, 12, 18 Konfirmanden und wir sprechen so drüber, dann ist das ja nicht so nett wie hier, da hier muss ich mich ein bisschen stärker benehmen halt, nicht so bei den Konfirmanden, die muss man ja stärker rannehmen halt, da kann man schon ein bisschen lauter werden. Und dann gehe ich dann durch und dann frage ich die, woran denkst du denn, wenn du das Brot empfängst? Und dann sagen die, da denke ich an den Leib Jesu, der für mich gegeben ist. Da muss jeder Einzelne, gehe ich durch, woran denkst du, woran denkst du, woran denkst du? Und dann dasselbe nochmal die Runde. Und wenn er den Wein bekommt, woran denkst du? An das Blut von Jesus, das vergossen ist. So, und wenn ich dann einmal durch bin, sondern, was weiß ich, 36 Mal so eine Antwort bekommen habe, gesagt, und bis an euer Lebensende, wenn ihr beim Abendmahl steht und ihr empfangt Brot und Wein, dann denkt ihr genau daran, ans Kreuz von Golgatha, um das deutlich zu machen. So, und in der Hoffnung, dass ich das dann scharf genug eingehämmert habe, dann ist das wichtig. Aber das ist wirklich auch das Zentrale, dass die Verbindung hergestellt wird. Dass sie wissen, jawohl, hier sind wir dabei. Also das ist ganz entscheidend, dieses Thema Gedächtnismahl, das tut zu meinem Gedächtnis. Wenn ich Leute erstmalig dann, wie gesagt, ausrüste fürs Abendmahl und denen erkläre, was es ist, dann ist es mir lieber, ich bin ein bisschen zu scharf, aber dass sie wirklich das verstanden haben, jo, da geht es für mich drum, Verbindung, ich muss nachdenken, der Heiland ist für mich auf Golgatha gestorben, hat sein Blut für mich vergossen, sein Leib für mich gegeben. Ein zweites ist das Abendmahl, es ist Vergebungsmahl. Auch da frage ich immer wieder die Konfirmanden, ja, kriegt ihr denn eure Sünden vergeben, weil Pastor Latzl euch das? Nein, das dürfen sie immer sagen. Nein, nur durch Jesus. Immer wieder zum Kreuz. Die Antwort ist immer zum Kreuz. Nein, Vergebung ist immer am Kreuz. Und das ist so. Wir haben ja grundsätzlich vorm Abendmahl noch einmal diese Gelegenheit, wirklich unsere Sünden zu bekennen. Nicht nur in diesen 2 Minuten, wo wir da die Stille haben, sondern wer vorbereitet zum Abendmahl kommt, der macht das, denke ich, schon die Woche zuvor auch, dass er sich einfach darüber Gedanken macht, was will ich denn bringen, wo habe ich gefehlt. Aber dass man das nochmal als besonderen Moment nimmt, und das gehört zum Abendmahl mit dazu, weil Jesus das auch so eingesetzt hat. Markus 14 heißt es, und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab es ihnen und sie tranken daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und das ist eben zur Vergebung der Sünden zu sagen, das ist eben der Hintergrund. Das Passahlamm ist ja geschlachtet worden und das erste Abendmahl ist ja im Rahmen des der Passahfeier zur Vergebung der Schuld, damit der Racheengel vorbeigeht und dass man das eben weiß. Dafür ist Jesu Blut vergossen worden. Nicht, dass man sagt, im Vollzug, da gibt es bei den Katholiken und auch in der extrem lutherischen Lehre sowas nicht, mit dem Mund empfangen wir die Vergebung der Sünden. Das ist Quatsch. Nur weil ich Brot esse und Wein trinke, habe ich nicht die Sünden vergeben. So wie ich sage, was weiß ich, der Arzt gibt mir ein Medikament, ein Antibiotika und dann gehen die Bakterien in meinem Körper kaputt. So nicht. Sondern zu sagen, nicht durch das Essen von Brot und Trinken von Wein sind die Sünden vergeben, sondern durch mein aktives Treten unters Kreuz vor Golgatha und das Bekennen mit meinem Mund im stillen Gebet oder auch im lauten Gebet und dadurch, da bräuchte ich eigentlich gar kein Abendmahl mehr. Aber da wird es nochmal vergewissert, da wird das nochmal deutlicher gemacht, denn das brauche ich für meine Heilsgewissheit, auch für das, was passiert. Deshalb ist das Abendmahl Vergebungsmahl. Es ist Gemeinschaftsmahl. Da heißt es 1. Korinther 10, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, und wir alle an einem, da wir alle an einem Brot teilhaben. Gemeinschaft, das kriegen die Konfirmanden dann auch beigebracht, geschieht beim Abendmahl in dreifacher Weise. Erstens, Gott hat Gemeinschaft mit uns. Zweitens, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und drittens, wir haben Gemeinschaft untereinander. Das sind diese 3 Ebenen der Gemeinschaft. Das ist ein Gemeinschaftsmahl, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir erleben uns als Gemeinschaft. Auch da ist das Abendmahl etwas ganz Wichtiges für das Untereinander, diese Koinonia, dieses Zusammensein. Wenn Sie ein großes Fest feiern, weil jemand heiratet oder jemand getauft wird in der Familie, da holt man all die Leute, die zu einem gehören, zusammen. Da lädt man die zu einem Fest ein. Und zum Fest gehört immer, dass man zusammen isst. Und im Prinzip macht das die Gemeinde auch beim Abendmahl. Die Zusammengehörigkeit wird auch in diesem Mahl dokumentiert. Sowohl untereinander, aber eben auch zu Gott und Gott zu uns, der sich eben zu uns stellt, der uns da einlädt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir an den Tisch des Herrn kommen. Der Herr lädt letztlich ein. Pastor Latzl oder irgendein anderer Liturg, der spricht dann diese Einladung aus, aber es ist der Herr, der uns einlädt an seinen Tisch, das ist das ganz Großartige. Das Abendmahl ist auch Freudenmahl.
Wenn man verstanden hat, worum es da im tiefsten Sinne geht, nämlich, dass wir hier nochmal vergewissert kriegen, dass so sicher wie das Brot essen, so sicher wie den Wein trinken, der Heiland Jesus Christus für uns gestorben ist und Blut und Leib für uns dahingegeben hat, dann bleibt nur noch eins als Antwort, die Freude. Johannes 6 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Super, Halleluja, alles gut, da brauche ich mich nur noch freuen. Ich habe einmal in meiner alten Gemeinde das Abendmahl abgebrochen, zwar mittendrin, weil die standen alle da, als wären wir auf einer Beerdigung. Das war eine erdrückende Stimmung, wo wir wirklich, also das war ähnliche Austeilungsmodus wie hier. So, und dann war wirklich eine Stimmung, wo ich gesagt habe, stopp, sage ich. Wisst ihr überhaupt, was hier los ist? Der Heiland Jesus Christus ist für uns gestorben. Und wir dürfen. Das war wirklich eine Depression, die da war, die war greifbar. Und ich habe dann nochmal klar gesagt, Leute, natürlich ist das eine ernsthafte Sache, aber wir dürfen froh sein. Und wenn du in Augen von Leuten guckst und total Leute geweint haben, ich sage, natürlich ist das schlimm, was der Heiland Jesus Christus für uns getragen hat. Aber bleiben tut tatsächlich die Freude. Das ist ein Freudenmahl, das Abendmahl. Halt. Wir dürfen uns wirklich freuen. In aller Ehrfurcht dahintreten. Aber das ist was Wunderschönes, dass der Herr uns einlädt. Wunderbar, dass er das macht. Halt. Sondern es ist nicht eine, ich sage jetzt mal, wie die Katholiken sagen, unblutige Wiederholung des Opfers, als stünden wir jetzt unmittelbar unterm Kreuz und sagen, kriegen das noch einmal mit. Sondern zu sagen, uns darf die Freude bleiben. Das ist ganz wichtig. Das ist das Entscheidende, dass wir sagen, es ist auch ein Freudenmahl. Weil wir haben das ewige Leben. Wir werden am jüngsten Tage auferweckt. Und das macht uns der Herr durch das Mahl eben auch deutlich. Es ist damit als fünftes auch Gemeindeaufbaumahl. Das ist das, was eben in diesem Andachtstext, den ich vorweggebracht habe, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist ganz wichtig, dass also das Brotbrechen von Anbeginn zur Gemeinde Jesu dazugehört hat und dass das immer, immer wieder über die Jahrhunderte, die Jahrtausende Kirchengeschichte immer wieder wichtig gewesen ist, das Brotbrechen in allen Konfessionen, das ist so wichtig, da haben wir die geistliche Medizin, da haben wir die geistliche Wegzehrung, die wir mitbrauchen. Natürlich im Wort, aber eben auch im Sakrament des Abendmahls. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist sechstens ein Dankmahl. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich glaube, dass es nirgendwo tiefer zu erfahren ist, was Dankbarkeit ist, wie wenn man verstanden hat, was das Abendmahl ist und das gerade bekommen hat. Ich bin dann glücklich, richtig beschenkt, so wie Weihnachten. Ich bin so beschenkt, was ist mir nochmal deutlich geworden, an das Geschenk des ewigen Lebens erinnert, die Vergebung der Schuld. Da bleibt nur noch eins, danke. Danke, 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 dass man wirklich sagt, Herr, ich danke dir. Das ist sehr, sehr schön, wenn wir hier beten, die Gebetsgemeinschaft haben, wenn einige Brüder und Schwestern laut beten, ist das immer wieder auch der Tenor derer, die dann die Hände falten und laut beten, dass sie sagen, danke. Das ist so das, was man erlebt, wenn man es tief erfahren hat. Es ist eben Dankmal. Es ist siebtens Bundesmal. Das ist ganz wichtig halt zu sagen, halt, wir stehen ja in einem Bundesverhältnis. Ich komme da nachher noch drauf, auch bei der Auslegung des Textes dieser Kelche ist der neue Bund. Das heißt, wir sind in einem Bund, wenn ein Vertrag, also wenn Sie einen großen Vertrag abschließen, wenn was weiß ich, zwei Firmen fusionieren oder sonst irgendetwas, da wird auch eine Feier gemacht. Nicht? Da wird das irgendwann unterschrieben und da wird gefeiert, was Tolles. Als die DDR vor 30 Jahren zur Bundesrepublik Deutschland übergetreten ist, da ist ja auch ein großes Feier gemacht worden am 3. Oktober halt und dann wird gegessen und alles, das gehört mit dazu. Und auch das ist Teil des Abendmahls, das wir nochmal sehen, das ist der neue Bund und das bestätigen wir durch das Essen. Das ist übrigens früher so gewesen, im alten Bund hat Gott, wenn er, also mit Abraham beispielsweise, da gibt es diese Szenen, dann wird ein Tier geschlachtet und dann gehen sie durch das Tier durch. Da wurde ein Schaf geschlachtet, dann wurde das in der Hälfte durchgezogen und dann ging einer durch die Mitte durch, also Abraham. Und dann gibt es eine Stelle in Genesis, halt, dann zieht eben auch Gott mit einem Ofen durch, also mit so einer Feuersäule. Und zum Zeichen, so wie wir durch diese beiden Hälften gehen, so soll uns passieren, wer den Bund bricht. Aber dann wird eben auch gegessen, das gehört mit dazu. Also es gehört zu einem Bundesschluss, gehört auch ein Bundesmahl dazu, dass man sagt, jetzt haben wir eine Feier. Und daran erinnern wir uns immer wieder, wenn wir das essen, das ist die Versicherung des Bundes, in dem wir stehen. Also wenn man verheiratet ist, hat man ja auch einen Bund geschlossen, als Mann mit einer Frau, als Frau mit einem Mann. Und dann gibt es ja auch so Wiederholungsfeiern, also wenn man sich nochmal an das erinnert, also silberne Hochzeit, goldene Hochzeiten halt, wenn man die dann feiert und dann wird ja auch nochmal groß eingeladen, dann wird auch nochmal gegessen zusammen, dass man sich erinnert und auch das ist Teil des Abendmahls, ein Stück mit so die Erinnerung an den Bund zu sagen, den der lebendige Gott mit uns geschlossen hat. Es ist als achtes auch Prüfungsmahl, auch das ist etwas ganz Wichtiges, denn das müssen wir tun, ob wir wirklich würdig dieses Mahl einnehmen. 1. Korinther 11, da heißt es, und das lesen wir ja auch immer bei den Einsetzungsworten,
Wer nun unwürdig vom Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir Abendmahl feiern, dann sind es ja zum Teil 300 Leute, die zum Abendmahl kommen. Das ist schon gewaltig und ich kenne längst nicht jeden, der dort ist. Und selbst die, die ich kenne, ich weiß nicht, ob was die in den letzten Tagen gemacht haben, ob einer da was weiß ich, Ehebruch begangen hat oder einen schlimmen wirtschaftlichen Betrug oder, weiß nicht, wo die Dinge liegen halt. Das ist ganz wichtig, er prüfe sich selbst. Das ist wichtig zu sagen, in sich zu schlagen, zu sagen, wo stehe ich? Ich sage das mal als Richtschnur, in dem Moment, wo mir klar ist, dass ich unwürdig komme, dass ich wirklich Vergebung brauche und ich den Herrn anschreie, tief ist alles okay, dann ist ganz vieles am richtigen Gleis. Wenn einer hochmütig kommt, Dinge wirklich prüfen, auch um die Sachen, die vielleicht auszuräumen sind, wo Dinge sind, also es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Vor allen Dingen aber auch, und das sage ich immer wieder auch den Konfirmanden, geht nicht zum Abendmahl, wenn ihr nicht gläubig seid. Ich sage unseren Konfirmanden auch immer, lasst euch nicht konfirmieren, wenn ihr nicht gläubig seid. Bitte, bitte, bitte nicht. Also wir machen das nicht so hier mit unseren Konfirmanden, so nach dem Motto, wenn wir dann 14 Anfänger haben im Katechumenkurs, halt, dann müssen die auch alle 14 hin, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen denen von Jesus erzählen, wir wollen auch für beten, dass sie ein Ja zu Jesus finden. Aber das muss selber geprüft sein, das muss echt sein. Ja, nicht konfirmieren lassen, sage ich den Konfirmanden, weil die Verwandten das erwarten, Mama und Papa schon ein halbes Jahr die Feier planen und ich vielleicht dann noch die ganz große Kohle abgreife. Das nicht, sondern wirklich, wirklich intensiv prüfen. Ja oder nein? Das ist 3 oder 4 Mal Thema während des Konfirmandenunterrichts zu sagen, das und das ist immer wieder, muss das auch Thema sein, zu sagen, beim Abendmahl, wie sieht das aus halt, bin ich da wirklich wiedergeboren und bin ich wirklich bußfertig halt und dann sagen, jawohl, dann bin ich am Tisch des Herrn, will aber nicht jemand kommen, der nicht wiedergeboren ist. Es ist 9. Bekenntnismahl. 1. Korinther 11 heißt es, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also auch das ist ein ganz starkes Zeichen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Also wer zum Abendmahl kommt, der sagt auch, da gehöre ich dazu. Wenn ich hingehe und wir trinken alle aus einem Kelch, wir gehören zusammen. Wir sind eine Gemeinde, tolles Zeichen, ganz was Wunderbares. Ich gehöre aber vor allen Dingen auch zum lebendigen Gott. Also in Gottesdienst zu kommen und zu gucken, na, ist die Predigt gut, ist das schlecht, ist das eine. Aber wenn man sich dann entscheidet, gerade auch in dem Modus, wie wir den gefunden haben. Man kann über vieles streiten beim Abendmahl. Soll man das im Gottesdienst machen, nach dem Gottesdienst? Wie muss man das machen? Einzelkelche und alles. Man kann über ganz viele Dinge sprechen. Ich finde diesen Modus sehr gut, den ich ja auch mit übernommen habe, den ich ja nicht hier begründet habe, sondern finde den sehr gut. Hatten den in der alten Gemeinde ganz genauso, dass man wirklich sagt, da wollen wir niemanden so halb reinnötigen, sondern es können alle Leute gehen. Es geht ja immer ein Großteil, auch Teil der Gemeinde, nicht ein Großteil, ein Teil aber zumindest geht. Aus welchen Gründen auch immer, aber das haben wir auch nicht zu bewerten. Aber die, die bleiben, die setzen damit auch ein Statement. Das ist ganz klar, der Zugehörigkeit. Zum Abendmahl bleibe ich nicht, weil ich ja weiß, der Kuckuck jetzt hier irgendwie meinen Kalorienbedarf durch den Wein und das Brot stillen müsste. Das ist ja nicht die Sache, sondern das ist eine ganz klare Sache zu sagen, hier ist eben auch deutlich, ich bekenne mich zum lebendigen Gott, ich gehöre mit dazu. Und das muss man auch von einem gläubigen Christen erwarten, dass er eben nicht nur regelmäßig unterm Wort ist, sondern eben, dass er auch das Abendmahl nimmt. Das gehört mit dazu. Also da muss man Fragezeichen. Ich habe das schon erlebt, dass Leute da über Jahre kein Abendmahl mehr genommen haben. Halt. Da sage ich, also was ist denn bei dir los? Das gehört mit dazu. Das ist ganz wichtig. Das ist etwas ganz Elementares. Und damit wird eben nach außen auch ein Bekenntnis ausgedrückt. Und das Abendmahl ist als letztes Zukunftsmahl. Es ist Zukunftsmahl insofern, als dass wir nicht nur hier geladen sind an den Tisch des Herrn, sondern die Bilder von der Ewigkeit ja ganz häufig ausgedrückt werden mit Mahlfeiern. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist so der Begriff der Offenbarung, ganz viele Gleichnisse sind immer wieder ausgedrückt und der König richtet eine Hochzeit an und die Leute sind geladen. Und wir werden eines Tages eben in der Ewigkeit das Hochzeitsmahl des Lammes sehen, wenn wir die Braut, dem Bräutigam Jesus entgegengeführt werden. Offenbarung 19, Vers 9, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen werden. Wir werden dann in einer immerwährenden Feier im himmlischen Jerusalem sein. Fragen Sie mich nicht, wie das genau aussieht, aber darauf dürfen wir uns freuen. Und das ist so ein Stück weit Vorwegnahme, diese Mahlgemeinschaft, die wir mit dem lebendigen Gott haben werden, im Abendmahl, die wir jetzt hier haben. Diese 10 Punkte, so als, ich sage jetzt mal, so 10 dogmatische Topoi, 10 Dinge, mit denen man Abendmahl erklären kann, die alle so ein Stück Wahrheit eben dieses Sakramentes beleuchten.
um den Versuch, es eben theologisch zu erklären, das ein Stück weit nahe zu bringen, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Im Abendmahl muss man selber erfahren und erlebt haben. Das kann man schwerlich allumfassend beschreiben. Also alles, was Ihnen mit diesen 10 Punkten gesagt hat, ist wahr, und das kann man an der Bibel so ableiten, ist überhaupt keine Frage. Und trotzdem ist das Entscheidende, dass man selber als Christ diese Gemeinschaft mit Gott und Jesus erlebt hat im Abendmahl, die eben nicht irgendwie wissenschaftlich gepackt werden kann und dann irgendwie erklärt werden kann, sondern das muss ich tatsächlich viel stärker erleben halt. Ich kann versuchen, es so mit diesen Begrifflichkeiten zu erklären, und doch ist es das Zentrale, so bin ich ja auch eingestiegen, zu sagen, das muss ich erleben, das muss ich erfahren, wie eben Gott mit mir Gemeinschaft hat, ich mit ihm Gemeinschaft haben darf und auch das mit den Geschwistern erlebe und mich besonders an ihn erinnere, wie das wirklich mit Leben gefüllt wird, was ich versucht habe, so mit einigen theologisch hölzernen Begriffen vielleicht, aber immer bezogen auf das Mahl zu erklären. Das dazu, was Abendmahl ist. Kommen wir jetzt nochmal zu etwas, was wir auch schon häufiger mal angesprochen haben. Die Frage der Anwesenheit Jesu im Abendmahl. Eine ganz, 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 ganz wichtige Frage, an der ganz viele Dinge in der Kirchengeschichte gehangen haben, wo vieles passiert ist. Nämlich die Frage, ja, Gott hat jetzt mit uns Gemeinschaft, aber wie ist er denn jetzt dabei? Ich sage das mal direkt, ich habe das ja auch so bei der Einstieg, das kann ich gar nicht letztlich sagen. Weil ich kann über Gott nicht verfügen. Johannes 3 liest halt nicht, der Geist weht, wo er will. Das können wir nicht erklären. Ich kann nicht sagen so und so. Also ich kann erklären halt, was ich, wenn ich eine Spülmaschine anmache und bin Elektriker bei Miele, wann das Wasser wo eingeschossen wird, nicht, und wann es irgendwann getrocknet wird. Das ist okay. Aber wann und wo der Heilige Geist, und das ist der Heilige Geist, der bei uns da ist, das kann ich letztlich nicht in abschließenden Dingen sagen. Ich kann Ihnen jetzt verschiedene Möglichkeiten sagen, wie versucht haben Theologen und auch Kirchengemeinschaften, das zu deklinieren. Und das ist auch ganz wichtig, die sich häufig darüber auch verstehen und abgrenzen gegen andere. Das Abendmahl ist ganz häufig Punkt des Streites auch in der Kirchengeschichte gewesen. Wie ist Jesus beim Abendmahl anwesend? Erstens, die katholische Kirche, wenn Sie jetzt hier so einen Erzkatholiken stehen hätten, der würde Ihnen erklären, ja, das ist so, dass eben dadurch, dass die Einsetzungsworte gesprochen werden, dass dadurch das Brot und der Wein dauerhaft zu Leib und Blut Christi werden. Das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Sie wissen, der Begriff Hokus Pokus, nicht, mit dem die kleinen Kinder dann irgendwie zum Zauberstab ist, der kommt genau aus den Einsetzungsworten des Abendmahles im Lateinischen. Hoc est corpus meum est, das haben, weil die katholische Messe ja auf Lateinisch gelesen wurde, das haben die Leute nur verstanden, der spricht jetzt die Einsetzungsworte und in dem Moment wird das gewandelt. Und dann ist das tatsächlich Leib Christi. Morgen ist Fronleichnam. Fronleichnam ist das Ideenfest der katholischen Kirche, wo eben in Besonderheit das Hochfest des Leibes und des Blutes Jesu begangen wird, dass man sich daran erinnert. Und in vielen rein katholischen Gegenden ist es dann so, dass wenn Sie ein kleines Dorf haben oder sowas, da kommt die ganze katholische Kirchgemeinde zusammen, da wird die Monstranz geholt, das ist dann ein richtig goldenes Gefäß häufig halt, auf so einer Lanze, manchmal auch im goldenen Stab, und dann laufen die um das ganze Dorf rum und vermeintlich dann auch das Dorf zu segnen mit der leibhaftigen Anwesenheit Jesu, der jetzt da drin ist. Deshalb ist es auch so, dass eben in der katholischen Liturgie im Abendmahl kriegen die Gläubigen eben nur das Brot, weil die Angst haben, ich sage das mal so, die verschlabbern den Wein und dann ist Blut Jesu vergossen. Das ist die ganz große Katastrophe. Deshalb muss auch der Abendmahlswein grundsätzlich vom Priester getrunken werden. Da bleibt nichts übrig. Das wird bis zum letzten Tropfen ausgetrunken halt. Und das Brot, entweder wird es dann zurückgelegt halt entsprechend, aber das darf nicht weggeschmissen werden. Das muss verzehrt werden. Das ist ganz, ganz wichtig halt zu sagen. Und das ist offizielle Lehrmeinung halt zu sagen halt, dass das tatsächlich, nicht im Gedanken, sondern tatsächlich ja Leib Christi ist. Dieses Brot und tatsächlich ist es Blut Christi. Das ist katholische Lehrmeinung. Die lutherische Meinung rückt davon etwas ab. Wesentlich für das Abendmahl ist vor allen Dingen die Konkordienformel. Sie wissen, die lutherische Kirche hat im Konkordienbuch, das ist von 1580, hat dort die verbindlichen Bekenntnisschriften zusammengestellt. Das sind die drei altkirchlichen Bekenntnisse halt, Nicäenum, Athanasium und Apostolicum.
Und dann eben die Confessio Augustana, die Apologie, die Schmalkaldischen Artikel, den großen, den kleinen Katechismus und die Konkordienformel. Also das sind alles Bücher, wo kurz der Glaube erklärt wird. In der Konkordienformel sind es 12 Artikel, wo dann gesagt wird, wie ist die Erbsünde und alles sowas. Und ein Artikel, der Artikel 7, handelt über das Abendmahl in der Konkordienformel. Und da wird die Formulierung gebracht, die für die Lutheraner entscheidend ist. Da heißt es dann, ist auch auf Lateinisch geschrieben, in sub et cum. Das heißt, in, unter und mit. In, unter und mit ist Jesus in den Abendmahlssakramenten anwesend. Das heißt, in Brot und Wein ist er in, unter und mit. Weiter wird es nicht erklärt, aber das gibt dann in der lutherischen Kirche von bis Spekulationen. Wie ist er denn jetzt tatsächlich da? Da gibt es Lutheraner, für die ist das so wie fast für die Katholiken, dass sie sagen, absolute Heiligkeit. Auch da ist es grundsätzlich so, dass der lutherische Priester, der Pfarrer, dann tatsächlich den austrinkt. Der würde niemals den wegschütten. Dann gibt es ein paar liberalere Lutheraner, die haben dann in den Kirchen, das sehen Sie vielleicht, da kann man so, das geht dann in die Erde rein, das geht dann tief hinein, da gibt es einen extra Abguss, da wird nur dann der Abendmahlswein reingegossen, halt, dass man manchmal wieder tief in die Erde zurückkommt, halt, aber nicht, dass da irgendwie ein Abguss oder sonst irgendwo reingeschüttet wird oder irgendjemand einfach Blödsinn damit machen könnte. Und man nennt das, also die Lehre der Katholiken, nennt man die Transsubstantiation, also die Wesensverwandlung. Und die lutherische Lehre nennt man die Konsubstantiation, das heißt also eine Realpräsenz Christi in Brot und Wein, ohne dass sie näher zu erklären ist. Eine Realpräsenz. Das heißt auch eine gewisse Heiligkeit, die ist dort vorhanden in den Elementen. Und die Reformierten, die sagen, nein, das Abendmahl ist nur Gedächtnismahl und das ist rein ein Zeichen. Brot bleibt Brot, Wein bleibt Wein. Trotzdem ist Jesus aber dabei, gar keine Frage. Der ist in dieser Zeremonie im Heiligen Geist und der kann auch eine besondere Wirkung durch das Essen des Brotes, auch des Weines erzeugen. Aber man kann nicht generell sagen, hier in diesem Stück Brot oder in dieser Oblade oder in diesem Wein, da haben wir jetzt tatsächlich Blut Christi oder den Leib Christi halt. Und diese Frage, das haben wir schon häufiger gesprochen, hat zu der großen Trennung zwischen Lutheranern und Reformierten geführt, die über 450 Jahre Bestand hatte, halt, wo die sich nicht einigen konnten, keine Kanzelgemeinschaft, keine Abendmahlsgemeinschaft, halt, wo die Konfessionen nebeneinander bestanden, weil man sich da nicht einigen konnte. In der Tauffrage, Erlösungsfrage, alle anderen Artikel überhaupt gar kein Problem. Da ist der große Streitpunkt zwischen den Evangelischen halt. Auch bis zum heutigen Tage. Es hat dann zwar 1973 die Leuenberger Konkordie gegeben, halt, wo dann klar formuliert wurde, also was heißt klar, eben nicht klar formuliert wurde, halt, wie die Protestanten das verstehen. Da heißt es dann nämlich, in seinem für uns alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißenes Wort mit Brot und Wein schenkt, dass sich Christus darin schenkt. Aber wie er sich darin schenkt, wird eben nicht gesagt halt. Und auch da ist es bis zum heutigen Tage so, dass die Hardcore-Lutheraner sagen, den Blödsinn machen wir nicht mit. Also zum Beispiel die selbstständige evangelisch-lutherische, die hat gesagt, die Leuenberger Konkordie tragen wir nicht mit. Und viele richtig Hardcore-Lutheraner sagen, da machen wir auch nicht mit. Für die Reformierten ist das kein Problem, die können das mittragen, weil das eine Formulierung ist, die das offen lässt. Das können wir nicht bestimmen, wie es ist halt. Und aber wir können eben auch nicht da irgendwelche, ja, sage ich mal, Heiligkeiten in so ein Stück Brot irgendwie hineinbringen. Also das ist, wie gesagt, nicht geklärt. Es gibt sehr unterschiedliche theologische Sichtweisen. Der Heidelberger ist da genauso, dass er das offen lässt, aber auch klar sagt, Brot und Wein werden eben nicht zum Leib Jesu. Unsere Gemeindeordnung ist da so ein bisschen weicher. Da widerspricht sie sich auch. Das, was über das Abendmahl gesagt wird in der Gemeindeordnung, steht im Prinzip ein Stück weit gegen den Heidelberger, auf dem sich aber im ersten Artikel drauf bezogen wird, nicht, dass wir dem verpflichtet sind. Da stimmt die Gemeindeordnung nicht so ganz halt. Da hat man versucht, so ein bisschen lutherischen Zug reinzubringen. Das ist jetzt auch nicht falsch. Das lässt das noch offen. Aber wie gesagt, wir können das nicht sagen, wir können das nicht formulieren. Wie ist es denn jetzt tatsächlich? Denn das lässt die Bibel auch nicht zu. Das wird da nicht eindeutig gesagt halt. Das ist mein Leib. Ist es jetzt als Zeichen zu verstehen oder wie sieht das aus? Auch gerade Jesu beim ersten Abendmahl, da war er ja noch leibhaftig da als wahrer Mensch, aber hat dann tatsächlich normales Brot und hat eben den Wein genommen, aber das war eben nicht sein Blut und das war eben nicht Teil von seinem Körper. Er hat sich da ja nicht ein Stück vom Arm rausgerissen und was weiß ich jetzt da, das Blut dann in den Kelch getropft hat, sondern das war eben zeichenhaft verstanden halt. Aber wie gesagt, das ist eine wichtige Frage, eine entscheidende Sache halt, wie es ist. Man kommt da nicht zum Ende, aber wichtig ist, dass Jesus beim Abendmahl dabei ist,
im Heiligen Geist diese Anwesenheit hat, ohne, so ist es für mich, ich das weiter erklären kann. Und wenn man mich fragen würde, wie sieht das aus, ich sage, ich kann es nicht, ich sage mal, so eine katholische Lehrmeinung, die muss man ablehnen, das ist ganz klar, weil das wirklich zu einem, ja, fast schon zum Okkultismus neigt, was dort ist halt. Aber ich kann andererseits auch nicht sagen, wie genau Jesus letztlich dabei ist. Ich weiß nur, dass er dabei ist im Heiligen Geist und das ist das Entscheidende. Ja, der Text, 1. Korinther 11, Verse 17 bis 34, da schreibt der Apostel Paulus, dies aber muss ich befehlen. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen oder trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Also in Korinth hat es Zustände gegeben um das Abendmahl herum. Das Abendmahl wurde als eine Art Sättigungsmahl gefeiert, nicht als ein Zeichenmahl bei uns, wo man tatsächlich keine Kalorien zu sich nimmt, sondern da hat es eben eine Mahlfeier gegeben, wo eben auch gegessen und getrunken wurde. Aber so, dass natürlich dann die einen das mitbrachten, die haben dann richtig gespeist, andere waren hungrig, da waren viele Missstände, wir lesen das hier, manch einer hatte auch da wohl zu viel Alkohol schon drin. Also da gab es Unwürdigkeiten insgesamt beim Abendmahl, das mahnt ja dann Paulus auch hier ein, dass die Leute sich da prüfen mögen. Ich habe aus diesem Text einige Punkte rausgegriffen, 5 insgesamt, die für mich wichtig sind, die für mich entgegenstehen, auch wenn die erstmal mit dem Abendmahl erst nicht ja, direkt etwas zu tun haben, aber dann doch schon etwas wieder einfach auch da zumindest indirekt in Bezug stehen. Das erste ist die Autorität des Gemeindeleiters. Er schreibt hier im Vers 17, dies muss ich befehlen. Ich kann nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Er schließt dann auch, und darin ist das eingepackt, diese Perikope, Vers 34, das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Das heißt, also Paulus hat festgestellt, über Nachrichten, die zu ihm gekommen sind, da läuft es nicht. Und das muss er direkt schon aus der Ferne abgrätschen, muss sagen, das ist nicht in Ordnung. Ich muss hier befehlen, ich muss hier wirklich gegengehen, ich muss hier ein hartes Wort sprechen, das ist ein sehr vermahnendes Wort. Aber kündigt auch direkt gleich an, wenn ich komme, dann wird sozusagen nochmal eine neue Ordnung aufgesetzt, dann werde ich euch nochmal zeigen, wie das zu funktionieren hat. Und das tut er in der Autorität dessen, der die Gemeinde gegründet hat und der letztlich damit auch, zwar jetzt nicht vor Ort, aber der Gemeindeleiter, quasi der Patriarch dieser Gemeinde ist. Das durchzieht sich auch durch den gesamten Korintherbrief, durch den ersten, im zweiten Korintherbrief wird das ja bestritten. Da geht es die ganze Streitigkeit darüber, dass die Korinther sagen, ja, der hat uns zwar gegründet, auf den ist das alles zurückgegangen, aber das ist ein ganz schwacher Kandidat. 1. Korinther 1,10 heißt es, ich ermahne euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet, lasst keine Spaltung zu unter euch, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Mahnung. Auch das wieder die Ermahnung, dass er sich das rausnimmt. Und das ist wichtig, er nimmt wirklich seine Autorität wahr. Er tritt der Gemeinde autoritär entgegen und sagt, ich befehle jetzt hier, Punkt. Und das braucht Gemeinde ab einem gewissen Punkt, das braucht Kirche ab einem gewissen Punkt, den von Gott eingesetzten Leiter, der tatsächlich
in Autorität die Dinge wahrnimmt. Autorität haben wir auch darüber gesprochen, die geht in verschiedene Bereiche hinein. Autorität ist einmal eine Amtsautorität, also wenn ich Pfarrer bin, wenn ich Bischof bin, wenn ich Pastor bin, habe ich eine Autorität qua Amt, da kann ich Dinge anders machen. In dieser Gemeinde ist es so, wir haben vom Abendmahl gesprochen, die Zulassung zum Abendmahl liegt allein beim Pastor. Da kann der Kirchenvorstand erzählen, was er will, da kann die Bauherren sich zusammenschließen und sagen, den wollen wir zum Abendmahl. Wenn der Pastor sagt nichts, kommt er nicht zum Abendmahl. Diese Autorität liegt beim Amt des Pastors. Aber ein Pastor kann sich nicht nur auf sein Amt verlassen, ein Pastor muss auch eine fachliche Autorität haben. 1. Timotheus 3 wird klar gesagt, wie ein Bischof, also ein Pastor, auszusehen hat. Da wird gesagt, er soll geschickt in der Lehre sein halt. Er soll Mann einer Ehefrau sein. Er soll kein Säufer sein, nicht geldgierig. Da werden ganz klar gesagt, an die Persönlichkeit, an den Menschen Anforderungen gestellt. Das heißt nicht, dass ich sage, irgendeinem gebe ich das Amt, dann ist das in Ordnung, sondern nein, es muss auch eine persönliche Autorität da sein. Und da muss die fachliche Autorität muss auch da sein, zu sagen, ich muss wissen, wovon ich spreche, in der Lehre halt geschickt sein, ich muss mich theologisch auskennen, das macht ein Pastor aus. Pastor muss ein guter Theologe sein, Pastor muss das Amt innehaben und der Pastor muss auch eine angesehene Persönlichkeit sein. Das geht nicht anders, da kann ich nicht irgendwie so einen Mickey-Maus-Typen haben halt, der nicht in der Lage ist, drei Worte zu sagen und der nicht leiden will. Pastor heißt Hirte, das heißt wirklich Gemeinde führen. Wichtig, solange er in das Amt eingesetzt ist. Das Amt ist der Pastor dieser Gemeinde, durch die Gemeinde natürlich autorisiert, die wählt ihn, die kann ihn auch wieder abwählen, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren, aber natürlich als zweites von Gott. Das ist auch wieder sehr komplex zu fragen, gerade wenn man zum Beispiel in einer Gemeindekonflikt steht, aber ich sage grundsätzlich immer den Kollegen, die Konflikte haben, Gemeinde bleibt, Pastoren kommen und gehen. Wenn es keine Konflikte sind, die jetzt wirklich um die Wahrheit der Bibel, um den Glauben geht, dann muss der Pastor gehen. Zu sagen, egal was ist, wenn die gläubige Gemeinde opponiert, aus welchen Gründen auch immer mit Dingen, da muss man sagen, weil sonst mehr kaputt geht, als alles andere hat. Aber solange der Pastor im Amt ist, da muss die Gemeinde gehorchen. Das ist wie im Flugzeug. Man kann darüber nachdenken, ob dieser Mann weiter Chefpilot bleibt. Aber solange er der Chefpilot ist und er sitzt jetzt am Steuerknüppel, da wird gemacht, was der Chefpilot sagt. Da kann man, wenn die gelandet sind, nachdenken, soll der nochmal so ein Flugzeug fliegen? Okay, da kann man den absetzen. Genauso haben wir Pastor. Solange der Pastor im Amt ist, hat die Gemeinde zu folgen. Und da muss der Pastor auch die Autorität wahrnehmen, dass er sagt, auch voranzugehen. Das ist auch ein großes Problem unserer Kirchen, dass wir keine Bischöfe mehr haben. Wir haben keine Leute, die vorangehen. Das sind alles Hanswurste, das muss ich so deutlich sagen. Wir haben keine Lösung. Das sind alles, die erklären dann irgendwelche politischen Dinge oder irgendwelche Umweltsachen mehr. Aber dass man mal sagt, so, wir haben in den letzten 50 Jahren mehr als die Hälfte aller Mitglieder verloren. Wir haben jetzt wieder Statistik, dass immer einer sagt, außer rumzuheulen, zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen, aus dieser Krise raus. Und ich spreche jetzt nicht mehr vom Geistlichen, sondern vom rein Praktischen zu sagen, wir wollen diese Körperschaft öffentlichen Rechtes, ob das nun die Bremisch-Evangelische Kirche, die Hannoversche Landeskirche ist, am Leben erhalten. Da müssen Schritte gefunden werden. Wir müssen Mitglieder gewinnen. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Nada, null. Das sind alles Nullen, da kommt nichts. Das ist eine Katastrophe, weil sich niemand traut, weil alles totdemokratisiert ist halt nicht, weil niemand mehr vorangeht. Aber das funktioniert so in der Gemeinde Jesu und der Kirche nicht. Sondern da braucht es Leute, die vorangehen, die das Hirtenamt, solange sie das haben, wahrnehmen. Nochmal, die kann man demokratisch immer wieder absetzen. Und ich sage Ihnen, das ist auch ein Großteil von Ihnen, ist ja auch im Konvent. Bitte, wenn Sie irgendwann feststellen, Pastor Latzel fängt hier an, nur Blödsinn zu erzählen. Antrag stellen, zusammenkommen, wir wollen mit dem nicht mehr zusammen sein. Bums. Also, glauben Sie, da bin ich schneller weg, als Sie Piep sagen können. Aber das ist kein Thema. Das ist wichtig, dass Sie das wahrnehmen. Aber solange der Pastor im Amt ist, dann muss er die Autorität auch wahrnehmen, dass etwas ganz Wichtiges. Zweitens, die Spaltung der Gemeinde. Hier in der Gemeinde gibt es Spaltungen, das ist etwas Schwieriges. Das ist wichtig auch zu sagen, dass man immer das Ohr an der Gemeinde hat. Und zwar, es geht häufig nicht um theologische Dinge. Also so wie damals sich jetzt der Protestantismus entwickelt hat, dass Luther wirklich klar den Finger in die Wunde gelegt hat, hier waren theologische Dinge nicht in Ordnung. So ist es in der Gemeinde meistens nicht. Sondern wenn es in Gemeinde zu Spaltungen kommt, dann sind es meistens die Adiaphora, die Nebensächlichkeiten, also Sachen. Und das ist ganz wichtig, dass man wirklich auch als Gemeindeleiter immer wieder das Ohr dran hat, dass man sagt, passt das hier im Vorstand, bei den entscheidenden Geschwistern im Konvent, das ist immer so, Gemeinde gibt es immer wieder auch so Leute, die sind ganz besonders wichtig, die können ganz viel machen. Das ist ganz wichtig, dass man da dran bleibt. Gemeinde, das ist zwar bezogen auf die Predigt, Rudolf Born hat mal gesagt, das ist zweiter Text, aber das ist ganz wichtig, dass man da auch als Pastor dran bleibt, dass man sagt, da muss man gucken halt, da muss man immer wieder gucken, auch so wie, er schreibt das hier so ganz sibyllisch halt, nicht zum ersten höre ich's, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, zum Spaltung und zum anderen Teil glaube ich es auch.
Und das sind manchmal Dinge, die kann man gar nicht fassen. Das ist so dieses Atmosphärische. Aber das ist ganz wichtig, dass man da auch in der Leitung eine Sensibilität hat eben für diese Dinge, die entstehen können. Das ist etwas ganz Wichtiges, da das Ohr an der Gemeinde dran zu haben. Ein drittes. Der neue Bund, auch das haben wir schon mal häufiger gemacht, die Bundesschlüsse halt, dass wir sehen, wir sind heute in einem neuen Bund. Das wird mit dem Abendmahl dokumentiert. Es gibt die drei Bundesschlüsse im Alten Bund, den Noah-Bund, den Abraham-Bund, den Sinai-Bund. Der Sinai-Bund erfährt eine dreifache Erneuerung, auch immer wieder diese Dreizahl. Jeder Bund hat ein Bundeszeichen, also ein äußeres Zeichen, was gegeben wird. Er hat eine Verheißung und hat Verpflichtung. Also die Verheißung ist das, was Gott gibt. Und die Bundesverpflichtung ist das, was der Mensch einlösen muss. Also beim Noah-Bund sagt Gott, okay, die Erde wird nicht mehr untergehen durch eine Überflutung halt. Dafür muss der Mensch eben Abstand nehmen von Mord und Blutvergießen. Im Abraham-Bund verheißt er zahllose Nachkommen und das Land für Abraham. Dafür muss er sich beschneiden lassen. Der Sinai-Bund wird geschlossen halt mit Mose halt. Und das Volk Israel wird zum Eigentum Gottes. Aber dafür muss das Volk eben Gott auch heiligen. Und die haben jeweils ein Bundeszeichen, so wie bei der Ehe halt. Da versprechen auch Mann und Frau. Und da gibt es das Zeichen mit dem Ring. So auch bei den Bundesschlüssen im Alpenbund halt. Regenbogen für den Noah-Bund, Beschneidung für den Abraham-Bund, Sinai-Bund, die 10 Gebote. Und jetzt kriegen wir einen neuen Bund, der all diese anderen Bunde zusammenfasst, überhöht und nochmal etwas ganz Neues stellt. Das ist der neue Bund, den eben Jesus Christus mit uns geschlossen hat, der schon verheißen ist. Also ich habe zwar hier nur drei Bibelstellen hingeschrieben, aber da gibt es Dutzende Bibelstellen, die dieses Thema aufführen. Bundestheologie, Gott steht in einem Bundesverhältnis, in das man frei hineintritt. Also der zwingt nicht, weder Abraham noch Noah noch Mose sind gezwungen worden, noch das Volk, sondern er lädt einen in einen Bund. Und das ist das Entscheidende. Wir gehen so, wie man heiratet. Ich sage, jawohl, diese Frau will ich heiraten, diesen Mann heirate ich. So tritt man bewusst auch in den Bund mit dem lebendigen Gott ein. Und da gibt es Zeichen, die äußeren Zeichen im neuen Bund sind Taufe und Abendmahl. Das sind die Sakramente, die uns als Bundeszeichen gegeben sind. Die Bundesverheißung für uns ist ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott. Und das, was wir als Bundesverpflichtung bringen müssen, ist der Glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dann ist alles in Ordnung halt. Das ist der neue Bund, in dem wir stehen, von dem eben hier Paulus spricht. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Übrigens, gerade dieses Element des Bundesverhältnisses ist etwas ganz Wichtiges für den reformierten Protestantismus und ist etwas ganz Wichtiges für unsere Kirchengemeinde. Das ist ein Thema, was Untereyck, das war ja der Lehrer von Neander, und Neander dann immer wieder gebracht haben, auch Gottfried Menken, immer wieder thematisiert. Dieses Bundesverhältnis, diese Bundestheologie, so nennen wir das halt, ist sehr stark auch von unserer Kirchengemeinde in den reformierten Protestantismus gebracht worden halt. Und die Reformierten insgesamt dieses Thema immer wieder sehr stark gebracht haben, zu sagen, wir stehen in einem Bund, so wie Israel mit Jahwe im Bund gestanden hat, so stehen wir mit Jesus Christus im Bund und es ist eine freiwillige Entscheidung. Deshalb ist auch das Missionarische, das kommt daraus. Also wenn man sehr stark von der Bundestheologie her denkt, halt, wird das Missionarische, Evangelistische ganz wichtig, zu sagen, jawohl, dann wollen wir werben, dass Leute da rein eintreten. Wenn beispielsweise wie eine Ekklesiologie, also wenn ich sehr stark in der Kirche drin bleibe, wenn also die katholische Kirche sagt, wir haben nicht zwei, wir haben sieben Sakramente und die Kirche spendet das alles, dann werden sehr schnell die evangelistisch-missionarischen Dinge nicht mehr so wichtig, aber die Kirche immer stärker. Das ist dann, wie gesagt, ein ganz anderer Schwerpunkt von Theologie und auch Gemeindeleben, der kommt halt. Aber das, wie gesagt, dieser Bund, gerade diese Stelle für reformierte Gemeinden und gerade auch für unsere Gemeinde in unserer Kirchengeschichte, die wir haben, halt sehr, sehr wichtig. Ein vierter Punkt, die Überlieferung. 1. Korinther 11, 23 sagt Paulus, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich weitergegeben habe. Das heißt, er als Apostel hat etwas bekommen und gibt es weiter an die Gemeinde. Und das ist das, wie es tatsächlich im Glauben funktioniert hat. Und zumindest ist auch das Wort überliefert worden halt. Das haben ja erst die Apostel bekommen, da haben es einige aufgeschrieben. Ich habe hier diesen Text von Lukas aufgeschrieben, der das berichtet hat halt nicht, dass viele schon Zeugnis gegeben haben, viele auch schon aufgeschrieben haben und dass wir darin den sicheren Grund haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir da wirklich etwas haben, wo uns Leute vorangegangen sind halt, die uns das Wort gebracht haben. Aber immer nur dann auf die Leute schauen, wenn sie das Wort klar gesagt haben. Wir wollen nicht wie in der katholischen Kirche neben die Bibel, die apostolische Sukzession stellen, zu sagen, naja, dieselbe Bedeutung wie die Heilige Schrift hat eben auch die gläubigen Bischöfe das nicht. Und trotzdem sollen wir, so heißt das im Hebräerbrief, Hebräer 13, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Sie wissen, früher hatten wir das Wort hier, das kommt auch wieder hierhin. Das ist genau dem geschuldet halt. Wir wollen hier in dieser Gemeinde die Lehre der guten Lehrer, die wir hatten. Wir hatten auch falsche Lehrer. Wir hatten aber die gute Lehre,
weitergeben. Das wollen wir als Fackel des Evangeliums weitertragen. Vor uns sind Leute da gewesen und nach uns werden Leute kommen, Brüder und Schwestern, wenn der Herr Jesus Christus nicht wiederkommt, vielleicht noch 100, noch 200 Jahre. Und dann ist es wichtig, dass sie weiter auch in dieser klaren Lehre bleiben. Wir haben angefangen, als wir sagten, was braucht die Gemeinde? Die klare biblische Lehre. Die fällt nicht vom Himmel, sondern die wird weitergegeben durch Brüder und Schwestern. Und da gilt es ganz wichtig, das einfach zu sehen, da stehen wir drin. Wenn wir diese Liste der Pastoren haben, wir haben ja ganz viele Umbaupläne, das läuft ja alles wieder, in die Sakristei kommt ja, weil wir hier die Bauherren ja ehren, da kriegen wir wenigstens in die Sakristei eine Liste aller 29 Hauptpastoren, die wir haben. Und da kommt da, wo die Leute nicht gläubig waren, also die Monisten, Leute, die nicht die Dreieinigkeit geglaubt haben, kommt ein Stern dran. Ganz klar, dass die nicht im Glauben gegangen sind. Die waren hier zwar im Amt, aber das waren total verblendet, das waren Irrlehre. Aber wir haben gute Leute hier gehabt. Und diese Lehre der guten Leute, die wirklich auch zentral gewesen sind, nicht weil wir Martini so wichtig sind, dem wollen wir auch weiter nachfolgen. Da wollen wir Leute drauf verhaften. Auf einen Motschmann, auf einen Huntemann, auf einen Menken, auf einen Untereik, auf einen Grotius. Das sind große Männer des Glaubens gewesen, zu sagen, die klar die Botschaft gebracht haben, zu sagen, in diesem Weg weiterzugeben. Und das wollen wir auch weitermachen halt. Kostet es, was es wolle, zur Zeit wie zur Unzeit halt, zu sagen, die Fackel des Evangeliums weitergeben. So wie eben hier auch bei Paulus. Er gibt es weiter, er hat an Timotheus weitergegeben, die wiederum die Dinge weitergegeben haben. Das ist ganz wichtig. Und jetzt spreche ich für Gemeinde. Das gilt auch für Familie, zu sagen, euch sind auch in vielen eurer Familien Väter, Mütter, Großmütter, Großväter vorangegangen. Und so müsst ihr auch diese Linie weitergeben, zu sagen, in der klaren Lehre, in der Botschaft, die überliefert worden ist, zu sagen, daran festzuhalten, gegen alle äußeren Einflüsse, die die Geschichte, die der Zeitgeist bringt, immer da dran zu bleiben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, da drin zu bringen halt. Darauf beruft sich Paulus hier, auch bei der Weitergabe der Lehre vom Abendmahl halt zu sagen. Und in dieser Tradition stehen wir drin, das wollen wir weitergeben. Übrigens, es gibt tolle Bücher, wenn Sie mal was suchen. Jörg Erb heißt der, Die Wolke der Zeugen, hat er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, ganz tolles Buch. Da wird die Kirchengeschichte anhand von Biografien gläubiger Leute, und hat auch dieses Hebräerwort vorangeschrieben, und der hat das dann mal so ein bisschen runterbeschrieben. Die Wolke der Zeugen ist so ein Buch, das ist ganz, ganz fantastisch, halt wirklich so 500 Seiten, kann man Kirchengeschichte anhand von Biografien, guten Frauen und Männern, die vorangegangen sind. Und der hat dann irgendwann auch so den evangelischen Namenskalender geschrieben, da hat das alles aber ein bisschen kürzer gefasst. Also das ist ein ganz tolles Buch, einfach das auch nochmal zu sehen, anhand dieser Männer und Frauen weiterzugeben und da klare Lehre, auch die Kämpfe zu sehen, das ist dann wundert man sich gar nicht mehr, sagt, oh, ist alles so schlicks, das ist immer schon so gewesen halt, aber eben auch zu erleben, wie sie die Lehre weitergegeben haben. Und ein letzter Punkt, der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Hier wird postuliert, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib und Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, die nicht wenige sind, entschlafen. Die Frage, also wenn ich den Herrn Leib nicht achte, oder wenn ich gar nicht wiedergeboren bin, dann passiert etwas mit mir. Das ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang ist immer wieder in Frage gestellt worden. Und doch gibt es ihn in der Bibel. Ganz viele Theologen haben gesagt, ihn gibt es nicht. Das ist auch ein großes Thema in der Bibel. Hiob, da kommen ja die Freunde zu Hiob und erklären ihm ganz genau und sagen, zack, 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 zack. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist nicht in unserer Erklärbarkeit. Das ist so. Also wir können da nicht sagen, pass mal auf, also 20.000 Euro spenden, im Endeffekt kriegst du dann irgendwann 50.000 Euro wieder. Oder was weiß ich, die und die Dinge tun und dann wirst du, was weiß ich, die tolle, wunderbare Frau als Ehefrau finden. Sondern das können wir nicht sagen. Und trotzdem gibt es ihn auch. Das macht das Hiob-Buch am Ende klar. Hiob ist ein Frommer. Und weil er so fromm ist, ist einer der wenigen Männer der Bibel, der alt und lebenssatt sterben darf. Trotz alles Unglückes halt. Also der Tun-Ergehen-Zusammenhang wird sowohl in Frage gestellt in der Bibel, dass die Freunde das eben nicht haben können. Den haben wir nicht in der Westentasche. Wehe, wenn Leute kommen und sagen, ich erkläre dir jetzt, warum du dieses Leid hast, weil du das und das in deinem Glauben nicht gemacht hast. Das ist katastrophal. Und trotzdem gibt es den Tun-Ergehen-Zusammenhang vor Gott. Also nicht nur hier zu sagen, okay, wenn du da nicht richtig zum Abendmahl kommst, dann passiert etwas. Andersrum, Richter 3, also die gesamte Situation Israels, die Israel taten, was dem Herrn missfiel. Sie vergaßen Gott den Herrn und dienten den Baalen oder Scherer. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishitas. Und so geht das immer wieder in der Bibel. Immer dieses, der Tun-Ergehen-Zusammenhang, die wenden sich den fremden Göttern zu, wop, geht das Ding unter halt. Nicht Israel wird kleiner, wird weniger. Übrigens auch in unserer evangelischen Kirche heute. Nicht? Man wendet sich den fremden Göttern zu, babs, wups, die Kirche, die hat keinen Bestand mehr halt. Nicht? Die wird immer kleiner, immer bedeutungsloser, die löst sich auf. Das sind die Dinge, diese Tun-Ergehen-Zusammenhänge gibt es. Psalm 1, wer Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht.
Bergpredigt, wer hingeht und baut sein Haus eben auf die Worte Jesu, dann wenn die Stürme kommen, das sind Tunergen-Zusammenhänge, die im Leben deutlich sind, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, das gibt es im Glauben, aber dieser Tunergen-Zusammenhang entzieht sich unserer Erklärung, dass wir sagen können, dein Leid oder dein großes Glück, das kann ich da und da, sondern nein, das gibt es tatsächlich, aber das liegt bei Gott ganz alleine. Das einfach auch nochmal hier aus diesem Zusammenhang dieses Abendmahltextes. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche haben wir keine Bibelstunde, weil wir da auf Gemeindeausflug in Kalkriese, ganz Dankeschön, Kalkriese sind bei der Varusschlacht. Aber in 14 Tagen geht es weiter mit eben dem Leib Jesu, der Leib als Gemeinde. Und da werden wir dann mit 1. Korinther 12 weitermachen. Ich wünsche allen, die über Internet und Telefon zugeschaltet waren, Gottes reichen Segen. Tschüss.